Was ist dran an dem Hype um positive Gedanken? Herzlich willkommen hier im Blickwinkel, meine lieben Zuschauer. Irgendwann in den 80ern oder 90ern kam der Hype um positives Denken auf. Denk positiv. Egal, was dir passiert, denk positiv. Was ist da dran? Wie sehe ich das? Da möchte ich gern heute auf diese Zuschauerfrage eingehen in diesem Beitrag. Positive Gedanken sind ja an sich wirklich super, wenn du sie wirklich hast. Wenn du wirklich von dir heraus oder aus dir heraus positiv denkst. Wenn du dir aber etwas Schlechtes schönreden sollst, dann finde ich positive Gedanken kontraproduktiv. Warum ist das so? Weil du die Realität verkennst, weil du die Realität ausblendest. Du kannst natürlich immer optimistisch oder pessimistisch denken. Und da ist Optimismus in den meisten Fällen natürlich besser. Warum? Weil dich Pessimismus nach unten reißt. Also dein Glas ist halt nicht halb voll, sondern halb leer, wenn du pessimistisch denkst. Wenn du aber die Realität vollständig ausblendest und dir etwas schönredest, deinen Partner, die politische Lage oder die wirtschaftliche Lage, dann ist das kontraproduktiv. Warum? Weil du dir etwas vormachst, weil du etwas positiv sehen willst, was in Wirklichkeit negativ ist. Und ich denke, dass ganz viele Menschen sehr positiv denken. Vor allen Dingen in gewissen Situationen. Welche Situationen? Ja, beispielsweise, wenn sie frisch verliebt sind, wenn sie irgendjemanden kennenlernen und den glorifizieren. Dann sind ja gar keine negativen Gedanken da. Also da ist ja dafür überhaupt kein Platz. Jetzt reden die sich den schön. Das ist auch nicht schwer, weil die Hormone da noch eine große Rolle spielen. Und was passiert zwangsläufig, wenn du dir jemanden schönredest oder wenn du die Realität völlig ausblendest, wenn du einen Fremden glorifizierst, einen fremden Partner, irgendeine fremde Politik, fremde Politiker, die du ja nicht kennen kannst. Du kannst diese Menschen, wenn du sie neu kennenlernst, überhaupt nicht kennen. Du kannst dich vielleicht etwas informieren, wenn es die politische Lage betrifft, oder du kannst dir Zeit nehmen, wenn du einen neuen Partner kennenlernst. Aber die meisten Menschen, und das weiß ich hier noch wirklich ganz genau aus meiner Narzissmusaufklärung und auch wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen. Wie fing es denn immer an, dass du am Ende auf die Nase gefallen bist? Du hast zu positiv gedacht. Und als die ersten negativen Dinge aufkamen, hast du dir eingeredet, ach, da habe ich mich verhört. Ach, das hat er oder sie doch nicht so gemeint. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Wahrscheinlich bin ich paranoid. Und aufgrund dessen, dass du immer noch positiv denken wolltest, aber die Realität dir schon etwas anderes gezeigt hat, bist du später auf die Nase gefallen. Deshalb bin ich persönlich zu positivem Denken im Grunde auch positiv eingestellt, ist klar, aber nur, wenn sich positive Gedanken mit der Realität deckeln, nicht wenn sie der Realität widersprechen. Wenn ich in der Realität sehe, dass Missstände sind, dass Menschen verarscht werden mit Verlaub, ja? Dass auf ihren Schultern Unrecht geschieht, dann kann ich mir das nicht schönreden. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Ich werde nicht so tun, als ist real nicht das passiert, was passiert ist. Ich werde mir auch nicht schönreden, dass eine Zukunft so rosig aussieht, während andere Menschen alles daran setzen, die Zukunft für das Volk eben nicht rosig zu gestalten, sondern in Unfreiheit zu bringen. Und wenn du das nicht erkennst und wenn du da sagst, ach, die wissen bestimmt, was sie tun und ich denke mal positiv, wird dich das Ganze wie eine Dampfwalze überrollen. Was passiert eigentlich mit den Menschen, die nur positiv denken? Meistens stürzen sie in den anderen Pol, nämlich in die Depression. Ja, nochmal zum Beginn, Optimist und Pessimist. Mal angenommen, du bist ein unerschütterlicher Optimist. Du denkst immer positiv und irgendwann passiert etwas, was dich völlig erschüttert, im Kern erschüttert, was dich total enttäuscht. Weil du nicht einen Gedanken, einen realistischen Gedanken verschwendet hast,
sondern immer positiv, mit aller Gewalt sogar denken wolltest, erreicht dich jetzt dieses Ereignis von hinten. Es streckt dich von hinten nieder. Weil du aber nie die Realität gesehen hast, stürzt du jetzt in den anderen Pol, nämlich in den Pessimismus, in diesen Negativgedankenpol. Wenn du nicht in deiner Mitte bleibst, das heißt, die Mitte ist ja doch immer die Realität, weil die Realität ist ja eine ganz mächtige Waffe. Dagegen kommen wir nicht an. Wir können uns nicht pausenlos der Realität entziehen. Was ist, ist. Und da können wir machen, was wir wollen. Wir können es uns vielleicht eine Weile schönreden, um noch eine Weile nicht in negative Gedanken zu kommen. Wenn wir das aber übertreiben, wenn das Maß sozusagen voll ist, positiv über etwas Negatives zu denken, wirst du in den negativen Pol stürzen und dich in einer Depression wiederfinden. Dann wird es dir nämlich schlecht gehen. Und genau das, unter anderem, habe ich ganz oft in Coachings. Ja? Die Menschen haben viel zu lange positiv gedacht und noch schlimmer, positiv denken wollen. Sie wurden in ihren Beziehungen schon manipuliert, sie wurden gegaslightet, sie wurden betrogen, sie wurden belogen, aber sie haben sich eingeredet, nein, ich bilde mir das bestimmt ein, der andere meint es nicht so, ich bin bestimmt paranoid, ich will ihm verzeihen und. Die Realität praktisch völlig ausgeblendet und mit Hilfe dieses Hypes an, denk positiv, sind sie über jede Grenze gegangen. Sie haben sich über jede Grenze ziehen lassen. Sie haben den anderen über jede Grenze trampeln lassen. Und was passiert dann? Irgendwann stürzen sie ab. Sie stürzen in eine Depression. Und dann ist es auch richtig, wenn du dir Hilfe holst, wenn du da bist. Aber muss es denn so weit kommen? Nein, wenn du die Realität nicht ausblendest, auch wenn sie schmerzhaft ist, dann kannst du aus dieser Lage weiter agieren. Dann kannst du dir Gedanken machen, dich vielleicht auch für eine Weile zurückziehen und überlegen, wie du jetzt weiter vorgehen wirst, welchen Weg du jetzt weiter gehen wirst. Wenn du aber wie eine Besinnungslose an deinem positiven Gedanken festhältst, weil man dir das wo auch immer eingeimpft hat, dann wirst du dich irgendwann tatsächlich da wiederfinden, wo du nicht hin wolltest, nämlich in der Depression. Du sagst dir dann, aber ich habe doch alles getan, aber ich habe doch niemandem was Schlechtes unterstellt, ich habe doch immer positiv gedacht. Warum ist jetzt trotzdem etwas Negatives eingetreten? Na, weil es schon da war. Du es aber weggestoßen hast mit beiden Händen. Du wolltest dich an dem Konzept des positiven Denkens festhalten. Das geht aber nicht in einer dualen Welt. Wir haben immer hell und dunkel, Licht und Schatten. Und wenn du nur Licht willst, nur Positivität und den Schatten damit ausblendest, weil da nicht mal hindenken willst, ne? Weil das gehört sicher nicht, wir müssen positiv denken, dann kommen wir in höhere Schwingungen und diesen ganzen Blödsinn. Dann bist du auf der oder in der dualen Welt doch überhaupt nicht vorhanden. Wenn du nur positiv denken willst, also das heißt die Realität verleugnest, weil ja in der Realität auf Grundlage der Dualität immer Licht und Schatten miteinander in Verbindung stehen, dann ziehst du Schatten an. Du ziehst es an, es wird dir jemand spiegeln, es wird dir jemand zeigen, dass da auch ein Schatten ist. Und wenn du dann aber das immer wieder aussitzen willst und sagst, ach nein, ach om, und schau doch mal und denk doch positiv und zeig doch nicht das Böse auf, das gibt es doch eigentlich gar nicht und im Grunde ist jeder Mensch gut, dann machst du dir was vor, weil das nicht stimmt. Ich persönlich, und das ist ja nur meine persönliche Meinung, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich persönlich denke, dass es ganz schlechte Menschen gibt. Und da ist nichts Gutes. Solange wir in einer materiellen Welt leben, haben wir immer die beiden Pole, ne? Hell, dunkel, Tag, Nacht, schwarz-weiß. Das ist einfach so. Und die vielen Schattierungen dazwischen. Ich spreche aber jetzt vorrangig über diese zwei Pole. Und wenn du einen komplett ausblendest, in einer dualen Welt, wo beide dazugehören, würde das Außen halt den anderen Pol spiegeln. Und deshalb finde ich es in den meisten Fällen völlig kontraproduktiv und auch drüber irgendwie,
sich an positiven Gedanken festzuhalten, wenn sie nicht von innen kommen. Ich meine, wenn sie da sind, hast du positive Gedanken, wunderbar, super. Aber wenn sie nicht da sind und du dagegen kämpfen musst, gegen deine negativen Gedanken, weil du immer mal jetzt doch die Realität so siehst, dann blendest du sie aber aus und sagst, nein, 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 da müsste ich ja böse denken. Der hat mich ja zwar jetzt geschlagen, aber der hat es ja nicht so gemeint. Und all so ein Quatsch. Ne? Dann stürzt du irgendwann in die Depression, weil du eben in einer dualen Welt lebst. Und ich denke, dass das viele Menschen einfach nicht wahrhaben wollen. Dass sie es ausblenden wollen, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wollte ich nochmal drauf zurückkommen, ist die, dass ich denke, dass sowieso viele Menschen, die eben nicht lernen, viel zu positiv denken wollen. Die machen bei jedem neuen Partner immer wieder denselben Fehler. Sie glorifizieren ihn, stellen ihn auf ein Podest, bei jeder neuen Regierung auch. Die machen es jetzt besser, na klar, und jetzt müssen die weg und dann machen die es besser, ohne mal zu sehen, dass die, die da dran sitzen, diese Marionetten, diese Politclowns, so gut wie nichts ausrichten können, jedenfalls nicht in Deutschland. Die haben zu wenig zu sagen, eigentlich nichts. Ne? Die setzen es eben durch, die haben halt einen gewissen Charakter, da spreche ich von Ehrlosigkeit, von Illoyalität und so weiter. Die setzen das durch, aber die machen das nicht selbst. Das ist denen selbst nicht eingefallen, ja, für so clever kann man sie nicht halten. Brauchst du nochmal hinzugucken. Und wenn du dann trotzdem sagst, ja, wenn die Nächsten drankommen, wird es besser, die Geschichte dahinter aber nicht verstehst, diese Macht dahinter nicht verstehst von Menschen, die dran sitzen, die du nie vor der Kamera siehst, kann ja nicht deutlicher werden, von Menschen, die eine unipolare Weltherrschaft anstreben. Und dafür Marionetten brauchen, die sie tanzen lassen, ja, wie sie halt brauchen, um das durchzudrücken. Dann kannst du nach Parteien schreien, Tag und Nacht und positiv denken, die Nächsten machen es besser, wunderbar. Dann machen sie es nicht, dann bist du enttäuscht, dann sagst du, die müssen auch wieder weg, müssen die Nächsten ran und so weiter. Ne? Das bringt einfach nichts. Du brauchst immer einen klaren Gedanken, der ist nicht positiv oder negativ, der ist auf die Situation zugeschnitten. Einfach klar. Du brauchst einen klaren Gedanken und dann kämpf nicht dagegen und sag nicht, na, da denke ich ja schlecht, das darf ich nicht, ich muss jetzt positiv denken. Nee, wenn was schlecht ist, ist was schlecht. Und da beißt die Maus keinen Faden ab und da musst du über das Schlechte nicht positiv denken. Das wird dir die Füße wegreißen eines Tages. Denn es geht ja allen Menschen so, die immer wieder ihre Partner anfangs glorifizieren. Immer wieder positiv denken. Naja, ich habe ihn zwar im Bett erwischt mit einer anderen, aber er hat gesagt, es ist anders, als es aussieht. Glaube ich ihm mal. Ich denke ja positiv. Hör mal, was ist denn das für ein Schwachsinn? Du verbiegst die Realität, verleugnest sie bis zum Getno und wunderst dich am Ende, dass du so viel Kraft, immer mehr Kraft, aufwenden musst, um positiv denken zu können. Ja? Weil eigentlich kein positiver Gedanke da sein kann, wenn du die Realität siehst. Und das verabscheue ich. Diese positiven Gedanken, die man für die man kämpfen muss, dass sie nicht weggehen, dass sie überhaupt da bleiben. Abschließend, wenn du positiv denkst, super, dann kommt das aus dir von innen. Dann fragst du dich aber nicht oder schreibst mir so eine Mail. Überhaupt nicht, weil du bist einfach positiv. Für dich ist alles super. Du tanzt nackt auf dein Bett. Alles wunderbar, sei es dir gegönnt. Wenn du aber immer wieder angestupst wirst, weil du merkst, oh, die Realität, da knarrt es mächtig im Gebälk. Aber ich darf ja nicht negativ denken, nein, positiv, na, und so weiter. Dann verarschst du dich mit Verlaub. Du verscheißerst dich, weil es nicht stimmt. Und dagegen bin ich. Diesen Hype, denk immer positiv, den verabscheue ich im Grunde. Weil die Menschen richtig auf die Nase fallen, immer wieder, haben immer wieder positiv gedacht, haben die 20. Beziehung, ja, und immer wieder geht's schief, haben aber immer wirklich nur das Beste gedacht. Ja, Schwachsinn, hast die Realität nicht gesehen. Und wenn du die Realität nicht siehst, wirst du nicht anfangen,
an dir auch zu arbeiten, zu gucken, wieso ziehe ich das immer wieder an. Das ist ja wirklich merkwürdig. Denn dann würde dir mal klar, dass du mal etwas Zeit dir nimmst und erstmal abwartest. Was machen die für einen Job, die da jetzt da dran sitzen? Sind die auch eher los oder sagen die, nee, also das müssen wir jetzt mal ein bisschen anders machen und ich stehe mit meinem Namen oder dein Partner, Partnerin, wurscht, wie rum, ist geschlechterneutral. Denkst du wirklich immer wieder, nimmst du dir keine Zeit und denkst immer wieder, oh, das ist ein göttliches Wesen, oh, na schön, dass ich dich jetzt kennengelernt habe und jetzt wird alles gut. Und dann fällst du wieder auf die Nase, weil du diesen Typen überhaupt nicht kennenlernen konntest, weil du ja von Anfang an in deinen positiven Gedanken ertrinkst. Du glorifizierst jemanden, stellst ihn auf den Podest und es ist auch schwierig dann für dem und ziemlich einsam da oben stehen bleiben zu können. Jetzt macht er irgendwas, weil er eben kein göttliches Wesen ist, so wie du ihn glorifizierst, aus dieser Sicht. Und dann baut er Mist und dann bist du irgendwie vollkommen enttäuscht, willst es aber nicht wahrhaben und sagst ihm trotzdem noch, ja, du bist wirklich der Größte, Beste, Schönste und ich weiß, du lagst im Bett mit meiner besten Freundin, aber du hast mir gesagt, es ist anders, als es aussieht. Und das glaube ich dir. Ne? Der andere, der denkt, ja, der weiß, Freifahrtsschein, mit der kann ich machen, was ich will. Und dann wird er es tun. Warum? Weil er es kann. Das sind meine Ausführungen mal dazu, zu diesem positiven Denken. Ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Liken, teilen, kommentieren. Eure Angie.